Wir sind zurück beim neuen ZUK Z1 von ZUK bzw. Lenovo und wir sehen genau an dieser Stelle einmal den Benchmark-Score mit 55.383 Punkten. Ich habe das mehrmals durchgeführt, man schafft es teilweise auch in Richtung 58, knapp unter die Grenze von 60.000 Punkten. Das heißt, im Gesamtranking befinden wir uns ungefähr knapp unter dem LG G4. Das heißt, man kann mit der Performance eigentlich dieses Smartphones relativ zufrieden sein. Auch relativ gut auf die Software abgestimmt ist das neue Cyanogen-Modus 12.1 im Zusammenspiel mit Android 5.1.1. Das heißt, das macht auch mit der Hardware, die hier verbaut wurde, man hat ja hier wieder einen Qualcomm Snapdragon 801 Prozessor, durchaus Sinn. Diese komplette Kombination von Software und Hardware macht hier also eine relativ gute Performance aus. Der Score ist also für, dieses Mittelklasse-Gerät, das ungefähr bei 300 Euro liegt, wirklich nicht allzu schlecht mit diesen knapp 60.000. 55.000 bis 58.000 Punkte kriegt man meistens im Score, so im Durchschnitt, wenn man das an verschiedenen Stellen mal nach einem Spiel oder vor einem Spiel testet. Insgesamt kann sich das also ganz gut sehen lassen. Wenn wir einmal von der Performance wegkommen, und die Performance macht wirklich definitiv keine Probleme, wenn man Spiele spielt, hat man keine Ruckler. Wenn man sich die Menüführung einmal ansieht, da einmal durch die einzelnen Menüs switcht, Hintergründe ändert, einzelne Bedienelemente einfach mal durchgeht, dann gibt es dort auch nie Verzögerungen. Das heißt, das macht wirklich in diesem Smartphone im ZUK Z1 überhaupt keine Probleme bei der Performance. Gehen wir also weiter in Richtung Display. Beim Display, wie gesagt, haben wir ein Full-HD-Display, relativ gute Farbdarstellung. Die Betrachtungswinkel, wie man gesehen hat, sind auch relativ gute. Das heißt, man hat selbst in den extremsten Winkeln immer noch eine wirklich farbgetreue Darstellung. Das Grün ist immer noch ein Grün, wenn ich es auch in einem Winkel halte, wo eigentlich es schon kein normaler Mensch mehr so angucken würde. Wenn man es zum Beispiel einfach der Gruppe mal links und rechts irgendwie jemanden noch zeigen möchte oder man guckt, weiß ich nicht, in der kompletten Gruppe ein Video auf dem Smartphone, dann kann man das aus den meisten Winkeln eben immer noch relativ gut betrachten. Einziger Punkt, man könnte vielleicht ein paar Prozent in der Helligkeit noch, hätte man vielleicht noch oben drauf packen können. Man hat hier zwar die verschiedenen Modi, die ich sehr sinnvoll finde, mit dem Nachtmodus oder auch mit Außen-Helle-Sonne-Modus, dass man dort einfach nochmal darauf eingeht, dass das Display auch gut beleuchtet ist oder alles gut sichtbar ist, wenn die Sonne darauf scheint. Diesen
Modus habe ich einfach ausprobiert. Ich sehe jetzt keinen großartigen Unterschied zwischen den einzelnen Modi, außer jetzt beim Nachtmodus oder ja, im Automatikmodus oder im Automatikmodus passt sich das Ganze eben an die Helligkeit der Umgebung. Im Nachtmodus wird das Ganze so dargestellt, dass es eigentlich zu sehr blendet, und im normalen Sonnenmodus kommt noch ein bisschen mehr Weiß dazu, habe ich das Gefühl, oder im Allgemeinen wird es noch ein Stück heller, um das noch besser darzustellen. Im Insgesamt machen diese Profile eigentlich teilweise zwar Sinn, aber eben auch keinen gigantischen Unterschied, außer wenn man jetzt den Nachtmodus einmal zum Beispiel betrachtet. Um jetzt also ein Fazit dafür zu finden: die Helligkeit ist in Ordnung, man kann definitiv dabei arbeiten. Es ist auch an dieser Stelle wieder von der Helligkeit kein iPhone, weil dort die Helligkeitswerte einfach immer sehr, sehr hoch sind. Von der Helligkeit also überhaupt kein Problem, aber es könnte teilweise eben noch ein Hauch heller sein. Soll aber wirklich kein großer Kritikpunkt sein, das ist nur beiläufig etwas, was so ein bisschen aufgefallen ist. Beim Display ansonsten gibt es überhaupt keine Probleme, Full HD wie gesagt, alles wird wirklich knackscharf dargestellt. Das fühlt sich auch von der Haptik eigentlich sehr, sehr gut an, es lässt sich gut bedienen mit den verschiedenen Bewegungs- und Berührungsgesten. Das heißt, dieses Display macht wirklich in diesem Smartphone an dieser Stelle wirklich Spaß. Kommen wir weiter zur letzten Kategorie. Die letzte Kategorie lautet Lautsprecher bzw. Sound-Klangqualität. Wenn man sich das Ganze mal hier anguckt, dann sieht man hier unten, wie gesagt, den Lautsprecher. Man hat das eben im Test gesehen. Natürlich kommt hier der wesentliche Sound auch aus diesen paar Einbuchtungen, die man hier in das Gehäuse eingelassen hat. Das heißt, wenn man da mit dem Finger drüber geht, dann bleibt eigentlich auch nicht mehr viel übrig. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass man das irgendwie während der Bedienung, außer man hält es bei Spielen, und das ist teilweise ein Problem natürlich, hält es so fest, dann kommt wirklich kein Sound oder kaum Sound mehr irgendwie da raus. Im Hochformat, wenn man das hier einfach hier so vertikal in den Händen hält, sollte es aber keine Probleme geben. Über Kopfhörer gab es hier in diesem Smartphone überhaupt gar keine Probleme. Beim Lautsprecher gab es wenige Probleme, das Ganze mit einer Ausnahme, dass sich das Ganze eigentlich etwas blechern anhört. Also so wie das Gehäuse hier an den Stellen aussieht, so hört sich der Sound eigentlich auch teilweise an. Das klingt nicht allzu schlecht, man sollte es auch nicht dramatisieren, es klingt nicht wie eine Blechdose, aber es geht schon ein ganz, ganz wenig eben in die Richtung. Man hört schon, dass dieser Lautsprecher eben ziemlich nah am Gehäuse irgendwie verbaut wurde, und es hat einfach so einen metallischen Klang, der so ein bisschen beengt sich anhört. Das ist natürlich immer schwierig, so einen Klang dann wirklich auch beschreiben zu können. Das wäre auch meine Empfehlung, sich das Smartphone eigentlich, wenn man wirklich festes Interesse daran hat, sich das in einem Laden seines Vertrauens dann näher auch einmal anzusehen natürlich und auch den Sound einfach mal zu testen. Positiv an dieser Stelle ist wieder, dass man einen Equalizer da reingebaut hat. Das heißt, den können wir auch zum Beispiel über das Menü an dieser Stelle erreichen. Audio FX wird er hier benannt, und dann habt ihr wieder die Möglichkeiten, einzelne voreingestellte Profile auszuwählen, die wirklich auch Sinn machen. Da hört man auch durchaus mal einen Unterschied. Es gibt da viele Equalizer, wo man sich denkt, okay, die haben jetzt viele Kategorien, aber so richtig den Unterschied höre ich nicht. Hier ist das schon so konfiguriert, dass man bei den meisten Stellen doch relativ deutlich merkt, dass man jetzt auch in einem anderen Modus ist. So ging das mir zumindest. Und dann hat man die große Auswahl Bässe noch einmal, was den Lautsprecher bzw. den Kopfhörer, wenn man ihn angeschlossen hat, angeht. Die kann man nochmal einstellen, und auch den sogenannten Virtualizer bzw. dort ist es so eine Art Raumklang, den man noch mit einstellen kann. Benutzerdefinierter Modus bedeutet an dieser Stelle, dass ihr jeden einzelnen Balken einfach nochmal festhalten und auswählen könnt. Auch das macht Sinn. Das heißt, ihr habt hier nicht nur die Profile, sondern könnt auch einzelne Profile dann neu hinzufügen, bearbeiten, speichern und euch euren eigenen Sound, eure eigene Klangqualität dann wirklich auch dort zusammenmischen. Das macht an dieser Stelle also viel Sinn und auch Spaß. Und man hört es eben auch bei den Kopfhörern, dass man danach Lust und Laune dann das Ganze noch einstellen kann. Also um alles nochmal zusammenzupacken, Display eigentlich keine Probleme, ein winziger Hauch von Helligkeit hätte dem Smartphone auch gut getan, ist aber wirklich definitiv sonst kein Problem. Die Einstellungen machen hier noch eigentlich relativ viel Spaß mit Nachtmodus, Automatikmodus und Modus gegen Sonneneinstrahlung, ist also auch nicht allzu schlecht. Ansonsten vom Display her, die Farben werden super dargestellt, es ist definitiv scharf in dem Full-HD-Modus. Lautsprecher, ein paar kleine Probleme, das klingt wirklich ein bisschen blechern hier und findet nicht so richtig den Raum im Smartphone, und das kommt wirklich nur an dieser Stelle hier unten raus. Hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können von der Klangqualität, ansonsten auch in Ordnung, vor allem über die Kopfhörer, und auch der Modus mit dem Equalizer macht wirklich Spaß und Sinn. Und Performance, wie gesagt, bei diesem Smartphone auch keine Probleme. Das soll es gewesen sein zum neuen ZUK Z1 von der kleinen Tochterfirma ZUK von Lenovo, das neue Lenovo Phone sozusagen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.